Hallo, schön, dass ihr da seid bei meinem Colorista-Test. Heute mal das One-Day-Spray, weil ich meine Haare gerne mal blau hätte. Das beste Ergebnis bekommt ihr, wenn ihr eure Haare vorher stylt und einmal gut durchkämmt. Und achtet darauf, dass ihr irgendwas anhabt, was schmutzig werden darf. Falls nicht, ist es aber bei 30 Grad auswaschbar. Und jetzt seht ihr schon, wie ich Strähne für Strähne das Produkt auf meine Haare drauf sprühe. Ihr könnt auch auf jeden Fall Handschuhe anziehen. Meine Hände, die werden nämlich ziemlich blau sein am Ende. Das seht ihr gleich. Hier seht ihr, wie ich immer wieder Haare abteile und die ansprühe. Achtet auch darauf, dass ihr nah genug an euren Haaren seid, so ungefähr 10 bis 15 cm, damit die Farbe auch richtig auf den Haaren ankommt. Jetzt beschleunigen wir das Ganze mal, damit euch hier nicht langweilig wird. Wenn ihr ein bisschen besser aufpasst als ich, dann bekommt ihr auch keine blaue Stirn. Ich habe jetzt auch die ganze Dose auf meine Haare gesprüht, also empfehle euch auf jeden Fall bei lange Haare 2 Dosen zu verwenden, wenn ihr die ganze Haare machen möchtet. Das Ganze lasst ihr dann am besten 1 Minute ungefähr trocknen und fixiert es alles danach noch mit Haarspray. Wie man den fertigen Style vorher schon machen soll, wenn man danach erst ansprüht, weiß ich auch nicht so ganz. Deswegen style ich natürlich dann nachher noch mal ein bisschen nach. Ich kämme die Haare nicht mehr, ich verwende keine Hitze mehr, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht so gut. Aber natürlich muss ich den fertigen Style danach noch machen. So. Also ich glaube, ich bräuchte da fast schon 2 Dosen, wenn ich meine ganze Haare machen möchte. Oder natürlich jemand, der mir hilft. Oder einen Spiegel, damit ich das Ganze auch sehe. Damit ich oben auch ein bisschen mehr Farbe habe als jetzt an den Spitzen. Oder man macht einfach nur die Spitzen. Das finde ich eigentlich auch sehr schön. Und die Farbe gefällt mir eigentlich wirklich gut. Ich glaube, dass ich das 2 Wochen Washout auch mal ausprobieren werde. Weiß noch nicht, ob ich es auf die ganze Haare mache oder nur auf die Spitzen. Das muss ich mal schauen. Aber alles in allem finde ich es gut. Wie findet ihr es? Sagt mir unten Bescheid. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Und abonniert. Danke. Tschüssi.